Hallo, hier ist Jana aus meiner Bastelecke. Willkommen zu Vlogmas 2022 mit regelmäßigen, nicht täglichen, aber immerhin regelmäßigen Vlogs während der Weihnachtszeit. Viel Spaß beim Angucken! Wuhu! Guten Morgen, das ist ein Aufgang. Schön. So, zum dritten Mal Geschenke in die Tüte packen. Eins ist schon drin und der Rest muss noch rein, damit wir den heute mit nach Sachsen nehmen können. Weil in einer Dreiviertelstunde machen wir los. Ach so. Und den kleinen Portablen-Fotodrucker nehme ich auch mit, weil ich muss noch ein bisschen damit herumexperimentieren. Und ich werde meine Handtasche, die neue, nutzen und mal ordentlich einräumen. Ich glaube schon, dass ich alles habe. Der Robert macht sich noch fertig. Ich muss mir nur noch Schuhe anziehen. Ansonsten müssten wir bereit sein. Geschenke sind alle da drin. Und natürlich habe ich das Disney-Ding mitgenommen, damit ich es Roberts Schwester zeigen kann. Ich hoffe mal, sie denkt nicht, das wäre für sie. Habe ich ja gerade erst geschenkt bekommen. Mein Kram ist bei Roberts Zeug mit drin. Handtasche, da ist halt so noch so ein bisschen Gedöns. Paar, falls es kalt wird. Tücher zum Umhängen, eine Strickjacke und sowas. Aber ansonsten, und die Kalender natürlich, die ja auch seine Familie bekommt. Und der Technikrucksack, damit ich auch an Vlogmas arbeiten kann und Videos gucken und so. Genau, und jetzt machen wir uns auf den Weg. Tja, also sieht schon mal gut aus, scheint keiner unterwegs zu sein. Also wirklich tote Hose. Bis jetzt habe ich noch kein anderes Auto, was sich bewegt. Ein Radfahrer. Vorne in der Distanz habe ich zwei Autos gesehen. Der Wahnsinn. Und Fußgänger. Also wenn das so bleibt, dann dürften wir gut durchkommen. Schauen wir mal. Wir sind an der Tankstelle. Robert ist am Tanken. Gleich geht's auf der Bundesstraße und dann der Autobahn. Und theoretisch brauchen wir so knapp 3 Stunden. Mal sehen, wie wir heute durchkommen. Doch schon witzig, hier zu sitzen und zu gucken, wer da so alles rein und raus geht bei der Tankstelle. Ich habe auf jeden Fall schon gesehen, dass Robert nach dem Wasser zum Nachfüllen geguckt hat, damit nicht immer dieses Lämpchen aufblinkt. Da ist er mit einer Gießkanne. Ist ein Konzentrat wahrscheinlich. So geht's auch ohne Nummernschild drauf zu kriegen. Ich muss immer ein bisschen aufpassen. Da füllt er Zeug nach. Das scheint Konzentrat zu sein. Und dann hat er noch eine Gießkanne mitgebracht. Oh, das ganze Ding. Okay, ja, war ja nicht so viel. Okay, jetzt liest er sich wahrscheinlich durch, wie er es verdünnen muss. Erstmal einen Müll werfen, vorbildlich. Und dann die Gießkanne. Die ist ja witzig, damit man auch ordentlich eingießen kann. Und jetzt wahrscheinlich einfach auffüllen oder so, hä? Keine Ahnung. Aber dann sollte uns die Glocke auf jeden Fall in Ruhe lassen. Und wir haben doch was vergessen. Ich habe nicht an die Plätzchen gedacht. Und die wollten wir ja Roberts Familie mitbringen. Jetzt geht er nochmal rein und holt Plätzchen. Kurze Essenspause bei dem goldenen M. Viel muss es gar nicht sein, aber ich merke, dass ich irgendwie so ein bisschen flau im Magen und wir werden nachher Kaffee trinken, wenn wir bei Roberts Familie ankommen. Aber nur irgendeine Kleinigkeit, die wir uns teilen, reicht schon. Wir teilen uns jetzt einfach eine 20er Packung Chicken Nuggets und das war dann unser Mittagessen. Scheint viel los zu sein. Wir sind jetzt an dem Fenster beim Parkplatz 2. Hier waren 2 Parkplätze, wo man warten konnte, wenn die ihr Zeug noch nicht fertig haben, dass sie gleich den nächsten machen können. Ui. Und wir haben's. Nachdem wir ja nur die Dinge haben mit dem Dip und jetzt nichts weiter zu trinken und so, werde ich im Robert einfach anreichen beim Fahren. Aber wir fahren erstmal auf der Autobahn drauf hier. Thank you.
wir sind zwar da, aber wir haben noch keinen Parkplatz gefunden. Das könnte sich noch mal ein bisschen schwierig gestalten. Scheint alles voll zu sein. Das Bett ist für uns vorbereitet. Da sind sie wieder, die Weihnachtseulen. Robert muss dann noch die Kalender mit draufnehmen. Ich gehe schon mal. Ich gehe. Hallo Fischis. Ihr seht aber irgendwie anders aus. Seid ihr die gleichen? Ich glaube nicht. Sollte reichen an der Menge, oder? Und wer fängt jetzt an? Der Papa ist schon. Ja, wir hatten jetzt was zu. Auszupacken. Der Papa hat nichts auszupacken. Nee, naja. Ahne, was. Nee, wenn ihr das so unter den Baum stellt mit der Schleife, dann ja. Hast du nichts zum Auspacken quasi. Oder du willst es trotzdem aufmachen und dann wieder zu. Und was ist jetzt für mich noch zum. Wo ist mein Wischel? Das ist der mit der karierten Mütze. Und warte, das hier, da hat halt kein Wichtel mehr dran gepasst. Aber dann muss die Silvi das auch gleichzeitig aufmachen, weil sonst wisst ihr ja, was es ist. Eins, zwei, drei. Muss man da ziehen? Ich glaube nicht. Aber du kannst es auch so aufmachen. Klebepunkte. Danach ist mir übrigens aufgefallen, dass du mir eine ganze Rolle erst mitgebracht hattest. Ist da auch nicht tragisch, die. Ich meine, man verbraucht hier Tassen. Kombination aus Bambus und Porzellan. Ach so, der Untersetzer ist aus Bambus quasi. Das sind richtig schöne, hübsche Bilder. Ja, zwei, ja. Wir gehen ins Miniaturwunderland. Ja. Das Kalender schon angeschaut. Ja, sehr schön. Oh ja, da sind die Bretter. Also hier bei dem Schwibbogen ist hier Spitze drin. Weil wir sind ja in der Stadt der Spitze, nämlich Plauen. Gehe ich mal davon aus, dass das damit zu tun hat. Oder, Silvi? Was? Na, Stadt der Spitze. Richtig, Plauener Spitze ist das. Ist Plauener Spitze, okay. Wir sind auf dem Weg zum Griechen. Sirtaki. Da drüben am Tisch ist Bescherung, deswegen knistert es so. Wir sind in Plauen, das ist der Rathausturm. Und wegen 900 Jahre Plauen hat er so eine Show drauf, Lichtershow. Wir waren gerade griechisch essen, sind jetzt fertig und warten noch auf den Rest der Familie. Vorm Haus war nichts mehr frei an Parkplätzen. Jetzt sind wir hier beim Spielplatz und müssen noch ein Stück rauflaufen. Robert und ich sind noch auf dem Weg zu Roberts Oma. Die anderen sind jetzt schon raufgegangen, weil wir wollen noch Geschenke austauschen. Oh mein Gott. Immer noch geregnet draußen. So. Jetzt machen wir uns einen gemütlichen Abend bei Robert in seinem ehemaligen Kinderzimmer. Wir machen es uns jetzt gemütlich, beziehungsweise habe ich das schon. Meine Füße gucken raus, aber ich habe ja meine Disney-Socken an und habe mir meinen Poncho noch einfach oben als Decke draufgelegt, damit ich schönen Ausblick habe. Wobei die Eulen natürlich auch schon ziemlich guter Ausblick sind. Und dieses Tütchen hier haben wir unter anderem vom Roberts Oma bekommen. Und da werde ich mir jetzt mal Weihnachtssüßigkeiten rausholen. Und wir schauen uns einen Film an über Netflix, aber auf dem großen Bildschirm. Also viel mehr wird heute auch nicht mehr passieren, als dass wir jetzt noch irgendwas gucken. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich lese mir jetzt erstmal die Neuigkeiten von Stampin' Up durch. Und dann habe ich hier hinten schon die Mediathek für Vlogmas aufgemacht. Und dann werde ich ein bisschen was arbeiten, bis ich keine Lust mehr habe. Dann gibt es irgendwann Mittagessen. Und nach dem Mittagessen gehen der Robert und ich in die Stadt. 1,5 Stunden später bin ich ziemlich weit gekommen. Bin zufrieden mit meinem Prozess. Nee, warte, mit meinem Voranschreiten. Ach, wie auch immer. Progress. Was heißt denn das auf Deutsch? Fortschritt. Ich bin zufrieden mit meinem Fortschritt, den ich gemacht habe beim Schneiden. Und schaut, hier ist eine Rolle von dem Geschenkpapier. Das haben Roberts Mutter und seine Schwester
vom Einkaufen mitgebracht und schenken es meiner Schwägerin. Die hat sich auch schon bedankt per WhatsApp. Ich habe es ihr einmal geschickt. Das hier ist das Geschenkpapier und dann hat sie das für nächstes Jahr für meinen Neffen, weil der ja so drauf steht. Wir sitzen zwar im Auto, aber wir parken nur schnell um, weil jetzt nämlich Parkplätze vorm Haus frei geworden sind. Und dann gehen wir zu Fuß hier parken. Genau hier. Anscheinend ist heute Mülltag, Müllabholtag. Deswegen stehen hier die ganzen Mülltonnen draußen. Nach Weihnachten muss sein. So schnell sind wir schon da in der Fußgängerzone. Der erste Stopp wird jetzt erstmal der Teddy sein, weil seine Oma hat mir nämlich gestern eine Karte gezeigt. Das war so eine Diamond Painting Weihnachtskarte und da möchte sie so ein Diamond Painting verschenken. Und ich hatte die erst im Teddy gesehen bei uns. Jetzt will ich mal gucken, ob es da welche gibt. Dann schicke ich ihr Foto, ob wir was davon mitbringen sollen. Die haben hier die ganzen Weihnachtssachen 70% reduziert, deswegen muss ich leider gerade zuschlagen. Und das Puzzle ist jetzt für meine Tante, die ja ein bisschen aufpassen muss, wegen ihren 3 Schlaganfällen, dass nicht zu schwer ist. Und jetzt gehen wir aber nach vorne, Robert. Okay, meine Tasche ist jetzt schon voll. Müssen wir aufhören zu shoppen. Ich habe vergessen, Beutel einzustecken. Es war ein bisschen dusselig von mir. Aber da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Da sind die Weihnachtsmützen drin und so, die wir gar nicht gebraucht haben. Naja, müssen wir uns wohl mal eine Tüte holen. Wir haben zwar nichts für jetzt gefunden bei Müller, aber ich habe ein paar Fotos gemacht, damit ich was für Roberts Geburtstag schon mal habe. Und jetzt geht's in die Stadtgalerie. Ja, da können wir ja dann als nächstes hin. Wo ist die Herren? Wir versuchen für Robert Schuhe zu finden, aber er will immer nur die gleichen haben. Jetzt gab es die ganz gleichen nicht, aber die finde ich eh besser, dass die besser aussehen. Wir könnten sogar einen Weihnachtsbaum mitnehmen. Also wir sind jetzt beim Depot, da ist auf jeden Fall auch reduziert. Da schaue ich jetzt mal durch. Also viel haben wir nicht gefunden im Depot, aber wir haben jetzt schon unsere Kerzen für nächstes Jahr, für den Adventskranz. Von dem her werden wir dann auf jeden Fall einen haben, im Gegensatz zu diesem Jahr. Wir sind jetzt wieder raus aus der Stadtgalerie, aber gehen nochmal in das nächste Geschäft, um für Robert nochmal nach einer Alternative zu der Jacke zu gucken, die wir für ihn gefunden haben. Sonst holen wir die drüben wieder. Und ich habe gerade noch ein paar Dosen für meine Schwägerin besorgt, die reduziert waren für Plätzchen für nächstes Jahr. Sportkleidung. Schaut mal diese riesige Zuckerstange an, voll cool. Eine Eisschokolade, eine kleine, normal, ja. Robert hat eine Eisschokolade und ich habe einen Lebkuchenmilchshake. Jetzt mal probieren. Okay, jetzt noch ein bisschen Eis gehabt, also in dem Falle Eisschokolade und Milchshake. Und wir machen uns jetzt auf den Rückweg, müssen aber nochmal beim Teddy vorbei, um nach Dosen für meine Schwägerin zu gucken. Und hier gibt es einen ganzen Laden, in dem man erzgebirgische Schnitzkunst und sowas kaufen kann. Also nicht nur für Weihnachten, sondern auch grundsätzlich so Holzfiguren. Dass deine Schwester nicht schon die ganze Eulenkollektion hier hat, ey. Auf jeden Fall neu von 2022, siehst du es. Jetzt müssen wir den Berg wieder rauf. Schaut mal da oben, da sind auch Schwibbögen. Aber es ist immer der gleiche. Aber es sieht bestimmt trotzdem cool aus, wenn es beleuchtet ist. Puh, Mensch, das waren viele Dosen, die meine Schwägerin wollte. Aber die will da nächstes Jahr dann Zeug drin verschicken. Und ich glaube, sie will sogar dieses Jahr noch nach England irgendwelche Weihnachtsplätzchen schicken an irgendwelche Kollegen, Kolleginnen. Und da braucht sie dann Dosen, damit die sich auch halten und nicht kaputt gehen und zerquetscht werden im Paket. Da brauchst du sowas Flaches, so wie diese rote da. Auf jeden Fall haben wir jetzt fast alle von den Dosen, die da noch waren, aufgekauft.
weil sie anscheinend in München kein Teddy haben. Hier ist, glaube ich, nur Zeug für mich drin. Also das kann schon mal bleiben. Deine Jacke soll die im Auto bleiben oder mit hoch? Ja, die kann aber mit hoch. Die willst du bestimmt einmal vorführen, oder? Ja. Sind ausgeflogen und ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt noch mal alles durch, was ich gekauft habe. Dann kann ich das selber noch mal sehen und ausprobieren und euch zeigen und dann noch mal ordentlich alles in diese Tasche verpacken, dass wir das dann leicht mit nach Hause nehmen können. Beim Teddy, da waren wir als allererstes, habe ich am meisten zugeschlagen, aber die hatten 70% auf alles. Und das werde ich nächstes Jahr definitiv gebrauchen. Und ich weiß ja auch, wo ich das hinmache. Beziehungsweise, wenn es was sein sollte, was ich verschenken will, dann schreibe ich mir das gleich. Ich habe so eine Liste mit Geschenkideen und da schreibe ich das gleich rein, auch mit wie viel es gekostet hat. Und ich habe mir jetzt mal den Kassenzettel angeguckt. Alleine diese Weihnachtssachen, also alles das war reduziert, weil Weihnachtssachen, das nicht. Das ist ein normales Puzzle, das hat weiterhin 10 Euro gekostet. Aber alleine nur die Weihnachtssachen wären insgesamt 39 Euro gewesen, also für das hier alles. Dann wurden aber 70% abgezogen und ich habe nur noch 11,70 Euro für all das hier gezahlt. Und dann natürlich noch die 10 Euro von dem Puzzle und da waren es halt 21,70. So, das finde ich ziemlich cool. Also ich habe hier auf jeden Fall nochmal so richtige Bänder, die ein bisschen breiter sind und auch teilweise eine Drahtkante haben, einfach für nächstes Jahr. Da werde ich ja kein so ein Geschenkpapier mehr verwenden, was so beschichtet ist und mit irgendeiner Goldfolie oder so. Also ich werde noch Reste aufbrauchen, aber ansonsten werde ich Packpapier benutzen. Und es ist ja so bräunlich quasi und meistens ohne irgendeinen Aufdruck. Ich kann dann entweder was drauf stempeln oder eben einfach ein farbiges Papier nehmen, um dann die Farbe zu bekommen, die ich haben will. Nämlich unsere typischen Farben, also Weiß, Rot und Gold. Genau, also das, die Bänder. Das hier finde ich besonders cool. Ich meine, muss man ja jetzt nicht unbedingt nur an Weihnachten anziehen, aber da ist man quasi das Geschenk selber mit der Schleife auf dem Kopf. Und so Fotoaccessoires und so finde ich ja eh immer cool. Eigentlich hätte das 3 Euro gekostet. Letztendlich hätte ich das vorher schon gesehen, aber bei unserem Teddy habe ich das gar nicht gesehen, hätte ich es mir auch für 3 Euro gekauft, weil ich finde, das sieht jetzt nicht ganz so kruschtig aus, wie die sonst oft aussehen. Aber natürlich ist es noch cooler, wenn ich 70% gespart habe. Und was ich ganz cool fand, waren die hier. Die sind aus Metall. Vor allen Dingen das hier fühlt sich relativ schwer an. Da muss ich mal gucken. Ich persönlich habe ja auch eine Nickelallergie. Das heißt, wenn ich das hier tragen wollen würde, müsste ich mir die Innenseite zumindest mal mit klarem Nagellack einpinseln, dass das nicht auf die Haut kommt. Aber das ist ja alles machbar. Und ich hole das jetzt mal raus, weil ich unbedingt wissen will, wie das dann aussieht. Da wäre ho ho ho. Ist auch nicht zu schwer, wenn man es jetzt auf dem Kopf hat. Aber wie gesagt, ich müsste mir zumindest mal hier unten das mit klarem Nagellack einpinseln. Aber ziemlich cool. Mit goldenem Haarreif. Ja, dann haben wir die Schleife. Jetzt bin ich ein Geschenk. Könnte man aber auch zu was anderem. Also ehrlich gesagt, wenn ich jetzt in Disney World wäre, ich weiß, mir würden die Ohren fehlen, aber witzig sieht es trotzdem aus. Das könnte ich auch da tragen. Tatsächlich. Tada! Ich finde, die sehen ein bisschen hochwertiger aus als die Dinger, die so mit so Filz drumherum geklebt und halt dann so, ne? Sehr cool. Passt farblich auch gut zu unserer Weihnachtsdeko, die wir immer haben mit Gold und so. Hihi, da werdet ihr nächstes Jahr mehr von sehen. Das hier habe ich mir gedacht, einfach als Deko. Ich weiß noch nicht, ob wir es dann... Ist das wetterbeständig? Nee, ich glaube, das Papier. Also einfach eine Girlande. Damit hat man quasi schnell ein bisschen Deko mit drin, ohne dass man viel machen muss. Und die haben hier einfach anscheinend durchgenäht mit der Nähmaschine. Die Sterne aneinander.
Genau, das werde ich nächstes Jahr als Deko benutzen. Wie viel hat denn das gekostet? 3 Euro. Und das heißt nur noch 90 Cent. Ziemlich cool. Die Dose fand ich einfach furchtbar witzig. Vielleicht verpacke ich dann da einfach ein Geschenk nächstes Jahr rein und stelle es mit unter einen Baum oder so. Ansonsten für Plätzchen ist es natürlich immer gut. Das ist so witzig mit dem Gürtel hier unten. Dann noch einen von den Wichteln. Ja, der ist dann für nächstes Jahr, wird er sich zu den anderen Wichteln gesellen. Und der hat jetzt eigentlich 7 Euro gekostet. Und wenn man also 70% weniger, dann wären es 7 mal 3 sind 2,10 Euro habe ich nur noch bezahlt. Uala. Und dann haben wir hier das Frohe Weihnachten-Schild, was schon ordentlich Glitzer überall gelassen hat. auch 3 Euro, also auch 90 Cent. Also dafür kann man es doch mitnehmen, weil ich meine, selbst dann kann man es auch noch bemalen, bekleben und irgendwie weiterverarbeiten für 90 Cent. Puzzle, wie gesagt, für meine Tante. Ich habe mir gedacht, es sind 500 Teile. Es ist 48 mal 48 Zentimeter groß, also groß genug, dass die Teile vielleicht nicht zu klein sind. Und jedes von diesen Feldern hat so ein bisschen anderes Motiv und so. Ich hoffe, dass sie das gut auseinanderhalten kann. Ich bin mal gespannt, wenn wir sie dann besuchen. Dann waren wir jetzt, wir machen gerade mal noch Teddy fertig, weil wir waren jetzt zum Schluss nochmal beim Teddy, weil meine Schwägerin von den Dosen ganz viel haben wollte, die wir jetzt im Auto gelassen haben, die ich da noch umsortiert habe, damit wir die nicht mit hochtragen müssen. Aber ich habe mir noch die Ugly Sweater Dosen geholt, weil die einfach so geil aussehen. Also das sind diese hässlichen Weihnachtspullover als Keksdose. Und die kann man ja nicht nur als Keksdose, sondern einfach als Geschenkverpackung benutzen und da eben kleinere Geschenke reinmachen. Ne, das ist meine Hand. 3 Euro eine, also jetzt nur noch 90 Cent eine. Und das werde ich einfach in, sagen wir mal, meine Geschenkekiste machen und entweder dann nächstes Jahr Plätzchen drin verschenken oder eben einfach irgendwelche Geschenke. Und dann waren wir noch beim Thalia, aber in der Buchhandlung. Da habe ich das hier gesehen und habe mir gedacht, das könnte ich für meinen Neffen mitnehmen. Jetzt bräuchte ich jemanden, der mir das festhält, ne? Ich versuch mal. Nee, ich bräuchte deine zweite Hand. Robert, kannst du mir das mal drehen, bitte? Noch schneller. Rein! Hallo, nicht mal an, ne? Ja, weil ich doch filme. Ja, jetzt waren gerade Roberts Schwester und Mutter da. Und das hier ist eine Lichterkette aus dem Teddy mit diesen kleinen Fläschchen dran. Die hat vorher 5 Euro gekostet, jetzt 1,50 Euro. Die werde ich dann nächstes Jahr auch mal ausprobieren. Als Deko sieht bestimmt auch ziemlich cool aus. Ich muss mal gucken, in welchen von unseren Pflanzen oder so ich das dann hänge. So. Dann, das hatten wir ja gerade, als wir unterbrochen wurden. Also die hat 4,99 Euro gekostet und beim Thalia war alles 50% reduziert, also 2,50 Euro. Und ich fand, finde ich immer noch, diese kleinen Spieluhren total cool, schon als Kind, aber jetzt auch. Und alles, wo man irgendwie dran drehen kann und es auch beobachten kann, wie das dann Musik macht, finde ich eh cool. Das heißt, das kriegt er nächstes Jahr. Und hatte ich nicht noch? Nee, anscheinend nicht. Ich dachte, ich hätte noch irgendwas. Also ich habe auf jeden Fall diese Kekstüten hier noch besorgt. Ja, die waren auch 50% reduziert. Also in dem Falle dann 2 Euro noch gekostet, die Tüte mit 10 Stück. Und dann waren wir noch im Depot. Da haben wir uns jetzt endlich hier die Kerzen für den Adventskalender, Adventskranz nächstes Jahr besorgt. 1, 2, 3, wow, haben wir dann. Und da habe ich noch hier dieses kleine, diese Kordel mit dabei, auch fürs Geschenkeverpacken nächstes Jahr, wenn ich dann das Packpapier nehme, damit ein bisschen Farbe dran ist. Und eine winzig kleine Weihnachtsbaumkugel, die oben an unseren Baum dran kann dann. Ein Stern. In Form von Tannenbäumen. Was ist es denn? Blätterteig mit Hackfleisch. Cool. Isst du das? Klar. Das hast du schon gegessen bei uns. Nicht ohne Ei überpinselt, okay. Möchte jemand noch einen Joghurt dann? Den Pudding, Schoko? Ja.
Schokopudding. Sage ich nicht nein. Kein Kinderpunsch, sondern einfach nur Apfelsaft mit Glühwein gewürzt. Apfelsaft mit Glühwein gewürzt, okay. Dann ich weiß schon, dass man das hört. Wir haben noch eine Frau jetzt unten stehen. Hast du die schon gesehen? Letztes Jahr waren die kleinen Mädchen dazu gekommen und dieses Jahr ist eine Frau noch dazu gekommen. Die Mädchen sind neben den Schlappmützen. Ja, und daneben steht eine Frau. Ach ja, mit der Pudelmütze. Wieso ist die eine Frau? Wo dran ist die? Ja, irgendjemand mal das. Irgendwo müssen ja die kleinen Schuhe. Ja, ja, nee, schon klar, aber wo dran siehst du, dass das eine. Und kein. Ach, die hat keine Kugel, sondern das ist so. Keine Füße. Keine Füße. Okay, verstehe. Hier, es geht um die. Ja, das ist die Frau. Die eine Frau, die alle Nachkommen zeigen muss. Ich gehe kurz shoppen, also online shoppen. Weil bei Schneider haben die bis zu 80% auf die Weihnachtssachen. Und dann kriegt man noch diese Prozente extra, je nachdem, wie viel Umsatz man macht. Und jetzt will ich mal gucken, ob ich nicht noch was finde für nächstes Jahr dann Weihnachten. Und vielleicht kriege ich das ja für ein Appel und ein Ei. Es gibt Kaffee trinken und deswegen gehe ich die Wendeltreppe rauf in die zweite Wohnung oben. Die sind nämlich miteinander verbunden. Aber wenn du deine Milch vorher schon trinkst, hast du ja jetzt gar nichts mehr davon. Das macht ja nichts, aber ich habe die ja jetzt schon getrunken. Tschüssi! Also wir haben Kaffee getrunken und haben uns dann noch einen Wichtelfilm angeguckt, der in Köln gespielt hat. Also animiert. Ein Kinderfilm, der aufgenommen war. Und jetzt geht's zurück zu unserer Haupttätigkeit hier. Faul im Bett liegen. Na, wir tun ja nicht nix. Ich schneide dann meinen Vlogs und der Robert schläft. Ach. Und dann schaffe ich zwischendrin beide Videos. Ich musste mich einfach mal anders hinsetzen. Das geht irgendwann auf den Rücken. Da drüben liegt der Robert. Der hat schon wieder geschlafen, auch wenn er es jetzt nicht tut. Aber kann er ja, weil wir haben ja Urlaub. Ich sitze jetzt hier am Tisch und schneide weiter und nutze die Maus. Wir haben jetzt alles gepackt. Könnte etwas weh werden, aber ich will nicht drauf warten, bis du das dann nächste Woche mit... Ach nee, du bist ja nächste Woche gar nicht da. Deswegen, ich will den Kram ja dann haben. Das Einzige, was man vielleicht lassen könnte, wäre der Weihnachtskram, aber den will ich ja dann verpacken, also wegräumen. Ja, nur weil wir noch zum Ikea wollen. Aber schauen wir mal. Ich, ja. Noch Tschüss sagen. Da stehen sie am Fenster. Nee, eigentlich sitzen sie wahrscheinlich eher. Wir sind unterwegs, allerdings noch nicht ganz, weil ich denke, dass der Robert noch tanken fährt. Aber danach sind wir unterwegs. Mause! Und ich freue mich auf ein schönes heißes Schaumbad. Und ich muss heute noch Teil 8 posten dann. Den muss ich noch einmal durchgucken, hochladen und dann kann ich den posten. Wir müssen dann mal gucken, weil theoretisch würde das auch reichen, wenn wir einmal durchfahren und dann zum Ikea und dann da Mittagessen. Je nachdem, wie viel los ist auf den Autobahnen. Mhm. Und sonst, wenn nicht, dann essen wir zwischendrin irgendwo was Schnelles und holen beim Ikea nur. Aber ich meine, ins Restaurant zu gehen beim Ikea ist auch relativ schnell, finde ich. Der Robert hat sich gerade die Massagefunktion von seinem Sitz angemacht, die ich leider nicht habe als Beifahrer. Weil der massiert. Nee, danke. Alles gut, du darfst dich massieren lassen. Geschafft. Oh, endlich Beine strecken, Toilette nutzen, Mittagessen gehen
Und natürlich einkaufen. Oh je, das wird voll. Voll die Dschungellandschaft. Die Schlange beim Restaurant war so lang. Kommt es nach Becken? Okay, wir kürzen auf jeden Fall ab. Geschafft. Ich glaube, das ist auch schon. Der Stuhl war nichts. Der ist mir die Sitzfläche nicht tief genug. Geschafft, allerdings ohne was zu essen. Im Restaurant waren übelst lange Schlangen und unten, wo es die Hotdogs gibt auch, und deswegen machen wir das jetzt einfach in der Stadt. Der Robert muss eh noch sein Paket holen. Und daneben ist der Dönerladen, wo wir einen Döner geholt hatten, als ich mein Paket geholt hatte. Das ist noch nicht so lang her. Genau. Aber ich habe jetzt auch voll Hunger, es ist jetzt um eins, da können wir dann schon mal Mittag essen. Zumindest haben wir eigentlich soweit alles bekommen, außer den Schreibtischstuhl, aber der hat einfach nicht gepasst. Es war ganz gut, dass ich den nochmal getestet habe, weil die Sitzfläche einfach zu wenig ist und die Höhe von der Lehne auch ein bisschen niedrig war. Ich hole mal schnell Döner und Robert holt sein Paket. Wir sind zurück. Der Baum ist noch nicht an. Hey Siri, Weihnachtsbaum an. Von mir ist keine Siri und ich nehme gerade mit der einzigen Siri. Mach du mal. Hey Siri, Weihnachtsbaum an. Komm schon, Siri. Hey Siri, Weihnachtsbaum an. Jetzt mussten wir nämlich nicht mehr aufstehen und jetzt füttern wir unser Dürüm. Dürüm haben wir nicht, Döner. Also müssen wir dir noch eine kleinere Zange besorgen. Nee. Der Robert hat hier seine kleinen Figuren aus dem Set rausgebrochen, was meine Mutter ihm zu Weihnachten geschenkt hat. Und sie zusammengebaut. Da muss man wohl dann die ganzen kleinen Plastikteilchen abschneiden. Und er macht das, um zu gucken, ob es ihm Spaß macht, damit er dann weiß, ob er sich einen 3D-Drucker zulegt. Und jetzt will er die aber auf jeden Fall dann noch bemalen, aber vermutlich nicht jetzt oder machst du gleich weiter. Ja, grundieren ist nicht schlecht, weil es muss ja erstmal trocknen, dann kannst du morgen gleich loslegen. Mhm. Und ich hab's geschafft, Vlogmas Teil 8 fertig zu machen und der lädt gerade hoch. Da hat sich jemand mein Licht gemopst. Praktisch, weil er es nur umdrehen braucht. Und jetzt wird grundiert, hä? Ah. Eine Nasspalette. Eine Nasspalette. Die Farben so schnell trocknen, damit du herumhantieren kannst. Und dann wird hier ganz leicht Wasser durch dieses Butterbrotpapier. Ach so, dass das so leicht feucht bleibt, oder was? Ist ja Wahnsinn, was es nicht alles gibt. Robert schaut sich dazu natürlich ein Video an, dass er weiß, wie es funktioniert. Viel Spaß, ich gehe mal in die Badewanne. Der Robert hätte gerne einen alten Plastikbecher von mir, um seine Farben da drin anzumischen oder so ähnlich. Nee, aber das ist eigentlich so ein Dings. Naja, kann man auch zum Pinsel ausspülen nehmen. Was, das hättest du gern? Bisschen. Hier, das ist aber, eigentlich hat das unten so ein Kreuz drin, dass man da so, warte, ich gebe dir lieber was anderes. Wie wäre es denn mit dem? Und dann machst du einfach den Deckel raus. Und wenn du es gerade nicht brauchst, kannst du ihn drauf machen, dass wenn es umkippt, es nicht ausläuft. Boah, ist das gut, dass ich immer den ganzen Kram aufhebe. Okay, aber jetzt genehmige ich mir mein schönes heißes Schaumbad. Das muss noch ein bisschen heißer werden. Aber schön schaumig ist es auf jeden Fall schon mal. Ich habe ein sehr langes Bad genommen und der Robert hat in der Zeit 1,5 Stunden, die ich in der Badewanne war, diese Figürchen grundiert, damit er dann nachher Farbe auftragen kann, weil das andere war ja nur Plastik.
Ja, ich weiß, sie sind immer noch grau. Sie sind ein bisschen heller grau, würde ich sagen. Und irgendwann die nächsten Tage wird er die dann wohl bemalen und das wird ewig dauern. Weil die so winzig klein sind. Hier, das ist mein Finger. Das heißt, wird sich hinziehen. Mit welchem fängst du an? Für den ist der erste Anleitung. Ah, okay. Der mit dem Riesenstab. Der Zauberer, okay. Gut, aber jetzt erstmal Abendessen, okay? Ich wollte nur mal eben mein eines Weihnachtsgeschenk ausprobieren. Das waren diese beiden Acrylfächer von New Swedish Design, die mir Roberts Eltern zu Weihnachten geschenkt haben. Und die sind so gemacht von denen, dass die genau in Alex reinpassen, weil dieser Shop ja immer so Sachen macht, die halt in die IKEA-Möbel reinpassen, um die noch funktionaler zu machen oder verschönern oder irgendwas. Und ich werde mir jetzt noch ein paar bestellen und dann diese beiden Schubladen hier neu machen und ich habe verschiedenste Dinge ausprobiert und es steht jetzt hier alles rum und es soll dann natürlich nicht stehen bleiben. Ich bestelle jetzt die einmal und ich glaube auch für oben und dann werde ich das einmal alles ordentlich, also hier werde ich glaube ich nur zwei reinbestellen. Für hier brauche ich noch eine mehr, dann kann man da hinten große Sachen reinmachen, weil da kommt man eh nicht so gut hin. Und hier könnte ich sogar drei von den Schubladen, also hier können eigentlich zwei übereinander rein, ja. Also die steht dann zwar ein bisschen über, aber passt noch hier unten rein. Nur hier finde ich es so okay, aber da würde ich glaube ich zwei übereinander hinmachen, um die ganzen Stifte, die ich nicht so oft benutze, nach unten zu machen, die ich öfter benutze, nach oben und so. Ein neues Projekt. Ich bestelle mir jetzt mal die Dinger, dass die in den nächsten Tagen dann kommen. Hoffentlich, bevor wir im Urlaub sind. Sonst frage ich meine Mutter, ob sie das Paket dann holt. Und wenn wir dann zurück sind, dann werde ich mir den Januar vornehmen, um Zeug zu ordnen und so. Um dann mich aufs Jahr vorzubereiten quasi. Dazu gehört da noch ein bisschen Planung und so eine Sachen, aber ich fange jetzt erstmal damit an. Es läuft ein Weihnachtsfilm. Ich weiß, Weihnachten ist um, aber ich habe halt den noch nicht gesehen. Das ist der zweite Teil von dem einen und da gibt es insgesamt drei. Jetzt heiraten sie und dann gibt es noch einen, wo sie Baby bekommen. Und ich habe den Plätzchenteller aufgefüllt. Und da oben hängt übrigens schon unser Kalender für 2023, den ich vom Robert zu Weihnachten bekommen habe. Okay. Zuerst haben sie sich verliebt, dann haben sie geheiratet und jetzt kommt ein Baby. Jetzt kommt nämlich der dritte Teil. Und ich muss mal eben noch schnell mein Vlogmas Teil 8 posten, muss noch ein Thumbnail machen, dann poste ich das mal eben. Guten Morgen! Wobei, morgen kann man eigentlich gar nicht mehr sagen, ne? Ist kurz vor 10. Es kam ein Paket! Und ich werde jetzt gucken, dass ich den Larven der Trauermücke, die uns ja zu Hunderten besiedeln, hier in der Wohnung, in den Pflanzen, also in der Erde, dass ich den jetzt den Hunger vermiese. Tut mir leid, aber ihr seid so dermaßen nervig. Das geht einfach nicht. Und hier ist jetzt eine Anleitung. Ich habe so ein biologisches Zeug. Pflanzliche Basis ist von dem, warte, Tuschstands, aus den Samen des Nehmbaumes gewonnen. Und dann haben die wohl keinen Hunger mehr und deswegen entwickeln sie sich nicht weiter zu den kleinen nervigen Fliegen. Und ich hoffe, damit kriegen wir das wieder in den Griff. 15 Milliliter auf 3 Liter Wasser. Für die Anwendung auf ca. 1 Quadratmeter Gießfläche. Der Roboter malt im Übrigen an seinen Figuren. Das kann ich euch nachher mal zeigen. Maximal 4 Anwendungen im Abstand von 7 bis 14 Tagen. Okay, also das ist hier so ein Fläschchen mit dieser Flüssigkeit. Und ich habe jetzt mal 10 Milliliter genommen, weil diese Kanne tatsächlich nur 2 Liter fast und nicht 3 Liter. Also habe ich es einfach mal runtergerechnet. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch mal mit, damit ihr seht, wie viele Fliegen da wegfliegen. Mal sehen, ob ihr das überhaupt sehen könnt. Aber ihr seht schon, wie voll diese gelben Tafeln sind. So. Da sind sie. Also den Fliegen schadet das jetzt nicht, sondern nur den Larven, die noch nicht geschlüpft sind. Machen wir mal weiter und hoffen, dass das was wird. Die hier ist auch sehr befallen, die Pflanze. Die kleine, winzige.
Hier machen wir auch ein bisschen was rein. Wobei ich das Gefühl habe, da waren gar nicht so viel drin. Aber hier bei dir kann nicht schaden, wenn jede mal was davon abbekommt. Ah, da hinten. Wir haben noch eine weitere. Allerdings glaube ich gar nicht, dass da so viel drin ist. Aber ich mache jetzt einfach mal hier den Rest rein. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Und dann hoffen wir, dass es das war. Ja, wird sich zeigen. Wir gucken uns das jetzt mal eine Woche an und dann sehen wir ja, ob es funktioniert hat oder nicht. Und der Robert ist hier am Malen ganz konzentriert. Da hat er sich extra ganz dünne Pinsel für besorgt. Dann werde ich weiter schneiden. Weil ich muss ja fertig werden mit Vlogmas. Hier, das ist jetzt sein Männchen, was er bemalt hat. Und das hier ist eins von diesen Gewürzgläschen, wo wir auch unseren Sand drin haben. Die Sandsammlung. Und schaut mal, er hat einen Schwanz. Scheint ein Teufel zu sein. Der Typ. Ja, da saß er jetzt dran und hat den bemalt. Und es fehlen natürlich noch ein paar Sachen, aber immerhin. Machst du jetzt Pause, dann machst du weiter. Dachte, wir gehen jetzt einkaufen. Käse, das müssen wir ja auch noch machen. Ja, lass uns mal einkaufen gehen. Also wir wollen einkaufen gehen, aber der Robert muss noch unseren Zähler ablesen. Und wie ihr sehen könnt, war es der allerletzte Schrank. Ich habe ein bisschen reduzierten Kram bei Tchibo mir eingepackt. Das gab es online nicht mehr. Ist da mal für einen schicken Anlass oder für nächstes Jahr Weihnachten? Der Robert braucht stinknormale Dinkelnudeln, so steht's auf dem Zettel. So hat er es mir gesagt. Ich habe mir überlegt, ob ich mir noch mal eine Jana mitnehme, aber eine große. Glaube ich. Das ist unsere Pizza im Ofen. Jetzt habe ich mir auch mit 50% Rabatt so ein Monster-Weihnachtsmann von Lindt besorgt. Den kann ich ganz alleine essen. Ich habe nämlich überhaupt gar keinen Schokoladen-Weihnachtsmann bekommen dieses Jahr. Das ist aber nett, Robert, dass du die ältere Dame rüberlässt, sonst würde die da noch ewig stehen. Das Einzige, was wir bekommen haben, allerdings zu zweit, war so ein Pinguin von Ferrero Rocher, glaube ich. Ne? Und den durfte ich dann alleine essen. Aber der Robert hat ja auf jeden Fall von mir schon mal in seinem Adventskalender und dann von der Arbeit nochmal. Das stimmt nicht. Die Annette hat mir so einen kleinen, aber vegan. Schmeckt ja, halt dann nicht so. Ja, aber der schmeckt halt dann nicht so toll. Ich finde, vegane Schokolade schmeckt nicht so wie normale Schokolade. Da können die Leute viel behaupten, aber es ist einfach so. Ich habe mir noch eine große Jana mitgenommen. Gab eh nur noch zwei Flaschen. Ich glaube nicht, dass sie das immer haben. Und da ist er, der Riesenweihnachtsmann. Yeah. Und wie üblich haben wir uns da von dem Restaurant was mitgenommen, weil wir beim Einkaufen immer so einen 5-Euro-Gutschein bekommen für das Restaurant, was im Supermarkt ist. Und 5 Euro kostet diese Pizza. Jetzt hat er einen Stab und Feuer. Warte, man muss das Feuer nicht vielleicht noch ein bisschen orange? Ja, das wird später machen. Okay. Cool. Ach, und Gold hast du auch noch gemacht. Ja. Ich musste erst mal die Kamera fokussieren. Hat der Pupillen? Ja, Pupillen, ja. Du Wahnsinn. Das hat Augen, dass ich sofort auf Pupillen draufkriegt. Ich habe viel zu lange Pause gemacht und saß da jetzt und mir tut total der Kopf weh. Ich glaube, das ist, weil ich mich die ganze Zeit nicht richtig bewegt habe und so. Oh, ich habe so Kopfschmerzen. Auf jeden Fall mache ich jetzt mal an Vlogmas Teil 9 weiter und hoffe, dass ich den vielleicht heute noch fertig kriege. Der Robert hat noch mehr Details drauf gemalt und jetzt sieht man hier auch so Schatten. Das Feuer seht ihr da, selbst hier der Diamant, der hat ja so Diamantenmuster. Ja, ist etwas schwierig einzufangen, weil der so klein ist. Die Größe meines Fingers. Ich habe jetzt Teil 9 von Vlogmas fertig bekommen. So, gucken, ob ich den heute noch poste, aber spätestens morgen früh sonst oder sagen wir mal Vormittag. Der Robert war so lieb und hat uns jetzt noch Essen gemacht. Könnt ihr da vielleicht noch den einen Marshmallow sehen? Da, den da. Man sieht ihn kaum noch. Also eigentlich waren da Mini-Marshmallows drin. Das ist diese Schokolade aus den USA, die meine Gastmutter mir immer gemacht hat. Aber das muss man quasi trinken, sobald es eingegossen wird, weil sonst schmelzen die Marshmallows einfach. Okay, ich habe mir jetzt mal was angezogen. Ich höre mich vielleicht ein bisschen
Nee, es liegt an. Ja, ich weiß auch nicht so genau, was los ist, aber ich bin nicht erkältet, es ist Allergie. Nur ich weiß nicht, wovon, wieso. Ich habe auch Probleme mit meinen Lebensmittelunverträglichkeiten. Vielleicht ist das so ein allgemeines Ding gerade. Auf jeden Fall habe ich schon so viele Taschentücher heute verschnupft. Aber ich merke, dass das Allergie ist, weil also mir reiben die Augen, mir juckt die Nase und die läuft halt. Ansonsten habe ich nichts weiter. Ich fühle mich jetzt auch nicht besonders schlapp oder so. Es ist halt ein bisschen unangenehm, auch mit den Auswirkungen von den Lebensmittelunverträglichkeiten, die ich dann habe. Genau, die Augen gehen auch noch einigermaßen. Ich hoffe mal, es wird nicht noch schlimmer, weil wenn die nämlich irgendwann wirklich anfangen, weh zu tun oder rot werden oder so, dann kann ich die nicht mehr gut aufhalten. Dann werde ich total müde. Robert ist schon an seiner Figur dran, schon ein Stückchen. Das ist jetzt die zweite Figur, die er macht. Und ich habe eine Wäsche heute früh angemacht, die ist in weniger als einer Dreiviertelstunde ist die fertig zum Aufhängen. Jetzt wollte ich aber endlich mal Teil 9 posten, weil der ist ja seit gestern schon fertig. Ich muss nur noch so ein paar Kleinigkeiten machen, wie Thumbnail und so. Dann poste ich das jetzt einmal und damit ich mein Handy nicht immer so halten muss und das irgendwann schwer wird und wackelt, werde ich mal die Aufnahmen von der Kamera und hier vom Handy alle mal überspielen auf dem Computer und das Zeug runterlöschen. Und dann kann ich wieder mit der DJI Pocket filmen von dort aus. Dann muss ich nämlich nichts in der Hand halten. Und dann habe ich auch alle Aufnahmen drauf, weil wir ja am 2. dann auch nach Hamburg fahren. Und ich will ja dann da auch genügend Platz haben. Okay, zumindest habe ich schon mal die Aufnahmen von dieser Kamera runter. Und zwar alle und schön einsortiert in die Ordner. Und jetzt kommt mein iPhone dran. Das hängt schon an der Strippe. Also ich muss das entsperren. Es ist doch entsperrt. Was willst denn du? Irgendwas funktioniert hier nicht. Es ist entsperrt. Was willst du denn? Irgendwie hat es ein Problem. Naja, ich mache mal schnell noch die Aufnahmen auch noch rüber, wenn ich es denn irgendwie hinkriege. Jetzt habe ich auch die Sachen vom Handy überspielt und ich habe währenddessen noch ein bisschen nach Kalender-Apps gesucht, in denen ich auch rummalen kann fürs iPad, um dann fürs Gewerbe die Videos und so vorzuplanen. Aber ich weiß auch nicht, ob ich das Richtige gefunden habe. Jetzt muss ich erstmal den Kram verräumen. Das ist die nächste Maschine, die ich dann heute Nachmittag machen werde, wenn die Mittagsruhe rum ist. Und die ist jetzt genau fertig geworden, wo jetzt Mittagsruhe ist. Das war ganz passend. Und jetzt muss ich den Kram noch aufhängen. Okay, Nummer 1 an Wäsche hängt. Die kommt dann als nächstes, dann ist die da auch noch weg. Aber hier muss sowas von dermaßen aufgeräumt und sauber gemacht werden. Das ist ja echt peinlich. Also jemanden reinlassen würde ich gerade nicht. Wahrscheinlich sieht man in der Kamera noch nicht mal, wie schlimm das aussieht. Ich glaube, wir müssen morgen mal den 1.1. zum Saubermachen nutzen, damit wir dann, wenn wir aus Hamburg wieder zurück sind, nicht so viel zu tun haben. Hey Siri, Weihnachtsbaum an. Okay, das Element Weihnachtsbaum ist an. Das Element. Und da oben! Verdammt! Das ist nicht angeschlossen an irgendwas, das geht nicht. Wir machen jetzt Mittagspause. Futtern was und dann geht's drüben weiter. Der Robert will wahrscheinlich auch wieder rüber, weil er seine Figuren weitermalen will. Ich habe mal eben schnell die Serie zu Ende geguckt. Diese australische mit den Feen und Elfen und so. Da war eine neue Staffel da. Nee, auf jeden Fall kann ich jetzt die Wäsche reinmachen, weil es ist nach um 3. Und danach setze ich mich rüber an den Computer und schneide weiter. Ach nee, ich veröffentliche erst Teil 9. Von Vlogmas habe ich immer noch nicht und dann schneide ich weiter. Da rede ich gerade mit dem Robert drüber, dass er nicht sehr gesprächig ist, weil ich gerade Vlogmas Teil 10 schneide und ich von ihm wissen wollte, wie er den Film fand. Und dann drehe ich mich um und sehe das aus dem Fenster. Das sieht aus wie, als ob das jemand gemalt hätte. So wasserfarbenmäßig, in so Schichten. Das sieht ja so cool aus. Ich muss da mal ein Foto machen, glaube ich. So, Robert ist aufgestanden, um auf Toilette zu gehen. Und in dem Moment drehe ich mich zu ihm um und sehe das hier. Ich meine, das ist erst ein paar Minuten näher. Wie geil ist das denn? Entschuldigung. Aber
Das sieht ja so cool aus. Für den Fall, dass ich es nicht gesagt haben sollte, Teil 9 ist gepostet und ich schneide gerade an Teil 10. Hoffe, dass ich den vielleicht heute noch fertig bekomme. Es ist noch ungefähr eine halbe Stunde an Material zu schneiden. Wir gucken also mal. Und jetzt geht's weiter mit... Schaut mal, man sieht das sogar von hier. Seht ihr, das ist das Fenster. Krass. Die Farben. Irgendwo da hinten wird geböllert. Ich höre Raketen und Knall und so. Und außerdem müsste jeden Moment diese Waschmaschine piepen. Ja, genau das meinte ich. Diese Maschinewäsche muss noch aufgehängt werden. Das mache ich auch gleich. Aber ich wollte erstmal noch den Vlogmas Teil 10, den Grundschnitt fertig geschnitten haben. Da bin ich nämlich eigentlich gleich fertig. Dauert nicht mehr lang. Dann wird die Wäsche aufgehängt und dann Abend gegessen. Und da kommt Stars in der Manege. Und ich glaube, wir werden demnächst was zu essen machen. Wir essen ja heute nur Wraps. Das heißt, wir müssen nur Zeug vorbereiten und können das dann hier vorm Fernseher machen. Und dieser ganze Weihnachtskram, der wird morgen zum größten Teil verschwinden. Weil, wie gesagt, wenn wir dann zurückkommen, dann müssen wir ja, oder zumindest Robert am nächsten Tag schon arbeiten, ich fürs Gewerbe was machen und so. Wir haben dann gar nicht so viel Zeit und von dem her würde ich einfach mal gucken, dass wir vorher schon eben ein bisschen sauber machen und einfach Zeug verräumen. Ich habe schnell den Tisch sauber gemacht und der Robert hat Essen vorbereitet und wir bauen uns jetzt unsere Wraps. So wie es jeder gerne mag. Und danach können wir die Knabbersachen hinstellen für unseren Filmabend, bis dann irgendwann Mitternacht ist. Mal gucken, wissen wir schon, was wir gucken, Robert? Nee. Ich habe keine Ahnung, wer da draußen schon sein komplettes Zeug verballert. Aber ich weiß, dass ich übelst voll bin. Wir haben jetzt alle von den kleinen, wie heißen die, Wraps gegessen. Boah, ey, aber das letzte hätte ich gar nicht mehr unbedingt gebraucht. Das war nur noch so ein Reste-Ding. Mal sehen, ob wir die ganzen Chips, die wir gekauft haben, überhaupt futtern können heute. Wir schauen jetzt einen Film, der da heißt Black Adam mit Dwayne The Rock Johnson. Hat das irgendwas mit Marvel zu tun? Sondern mit den anderen. Wer sind denn die anderen? DC, okay, Entschuldigung. Ich weiß, man kann nicht viel sehen. Aber vielleicht hört ihr es ja. Ein Geböller. Den ganzen Abend schon. Also das Geböller draußen hat sich nur noch gesteigert. Und es ist immer noch nicht Mitternacht. 7 Minuten noch. Wir haben hier die Live-Show vom ZDF. Die habe ich jetzt gerade eben mal reingemacht. Mit wann Uhr haben die runterzählt. Der Robot war so freundlich und hat uns ein Glas. Nein, 7 Minuten noch. 6 Minuten noch. Hat uns ein Glas Baileys gemacht mit, was war da nochmal drin? Kokos. Ach, das war Pina Colada. Das ist noch das, was meine Schwägerin uns geschenkt hatte. Es ist noch nicht Mitternacht, aber deswegen kann man ja trotzdem schon mal was trinken. Und wir können ja nachher immer noch anstoßen. Also ich lasse mein Eis noch schmelzen. Ist noch nicht kalt genug. Es sind immer noch 3 Minuten. Ich habe euch ja gesagt, die gehen ab wie blöde, die Leute. Nur weil sie 2 Jahre lang kein Feuerwerk machen konnten. Es ist noch nicht Mitternacht, Leute. Ist es nicht. Immer noch 1 Minute. Die Leute sind einfach zu früh. Halbe Minute noch. Da hinten geht's jetzt ab. Ja, es ist 0 Uhr, Robert. Das Ganze ist verzögert. Frohes neues Jahr. Oh, jetzt geht's aber ab. Wir müssen mal weiter aufmachen. Oh Mann, oh Mann. Da hinten! Das ist ja krass.
Und ich habe schon zum Robert gesagt, wenn die alles vorher wegböllern, dann gibt es ja kein Feuerwerk mehr um Mitternacht. Ich will nicht wissen, wie viel die Leute an Zeug besorgt haben. Wo ist denn das? Oh Gott, über uns, Robert, vorsichtig. Nein, über uns ist auch was, ohne Scheiß. Schon die Sachen runtergeflogen. Hast du gerade das Teil fliegen sehen? Boah, wir müssen vorsichtig sein, ey. Das ist ja echt, also so krass war das ja noch nie, ey. Hilfe! Ja. Lass uns mal drüben gucken, ja. Hilfe! Oh, scheiße, was machen die denn da? Ja. Ich muss vom anderen Fenster. Bleib du da. Ich bin in der Toilette. Hallöchen, Robert. Hallo. Da ist nicht genug Platz in einem Fenster für uns beide. Deswegen. Boah, da sitzt sie. Ui, ja. Ja. Leute, haben sie nicht mal alle. Ich sag's euch, seht ihr den ganzen Qualm? Da hat gerade jemand irgendwas unten gezündet. Oh ja. Also, das ist ja gefährlich, was sie machen. Zugemacht im Bad. Ja, also, wir wollen ja nicht, dass sich da irgendwas rein verirrt. Und dieser Qualm, ey, ich würde jetzt auch nicht draußen sein wollen, ganz im Ernst. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaube, wir sollten mal ein paar Leute anrufen. Was meinst du? Okay, machen wir das mal. Der Robert telefoniert gerade mit irgendwem. Ich weiß gar nicht, ob der irgendwie noch was verstehen kann. Ich habe jetzt mal alle Fenster zugemacht, damit da ja nichts reinfliegt. Da hinten geht es auch total ab. Wahnsinn. Da hängt der Robert und telefoniert wahrscheinlich mit seiner Familie. Wow. Wow. Hallo. Hallo. Ich bin noch da. Diana ist ja neben mir. Ja, ja, ich bin da. Diana ist ja neben mir. Direkt hier vorm Fenster macht gerade irgendwer was. Schnell, komm mal rüber. Hier geht's gerade voll ab. Jetzt hat der Robert mal das Fenster zugemacht. Da ist es minimal leiser. Also ich will nicht wissen, die armen Haustiere, die drehen ja am Rad, ey. Hier direkt vor uns schießt immer einer so in die Hofeinfahrt und dann kommt es vor uns runter. Ja, drüben Fenster runter. Ja, und hier auch, da kommt schon wieder ein. Da seht ihr, was ich meine. Gut, dass wir die Fenster zu haben. Mann, oh Mann, oh Mann. Wir haben jetzt mal das Licht ausgemacht, dann sieht man das auch besser aus dem Fenster raus. Okay, Leute, das war's. Vlogmas 2022 ist rum, weil es ist Silvester. Frohes neues Jahr von uns beiden. Frohes neues. Und wir sehen uns bei Vlogmas 2023. Ich hoffe, wir sehen uns vorher noch, weil ich werde ja zwischendrin noch ein paar andere Videos posten. Tschüss und ein gutes neues Jahr.